Campfire dahin, links und rechts Platz. Und warum kochst du, obwohl da kein Campfire mehr ist? Das ist nicht gut. So, da oben muss ein Stein rauf. Später. Ja, da unten ist es auch verbuggt. Jetzt sind sie synchron verbuggt. Menno. Jetzt sagt mir bloß nicht, dass ich den Spielstand vorhin aufgegeben habe, nur um hier einen neuen verbuggten zu bekommen. Wo wir auch wieder nur mit zwei Zwergen rumlaufen. Nicht schön. Nicht schön. So, Rope. Können wir jetzt Rope herstellen? Wir können Öl herstellen. 1, 2, 3, 4, 5, so. Öl hergestellt. Bucket. Bucket braucht Nägel und Planken. Rope braucht nur Wolle. Da. Jo. Und Holz. Ja, Holz würde ich ja ganz gerne hier oben abbauen, aber es klappt nicht so ganz. So, du. Greifst den Geist an. Was macht der Rest von euch? Was macht der andere? Sagen wir so, sind ja nur noch zwei. Die laufen nur im Kreis. Ja, dann. Machen wir das anders. Wir bauen einfach hier zwei Dirtfelder hin. Dann können sie wenigstens da hochklettern. Ja, warum nicht? Und bitte einen neuen Stein dahin. Was zum Geier machst du? Du läufst nur hin und her. Und kochst, obwohl du nicht kochen kannst. So, Schnick ist kaputt. Select Dwarf, was machst du? Angreifen, nichts tun. Ich glaube, Rick ist eindeutig verwirrt. Nichts tun, angreifen Gegner. Geh mal schlafen. Ich glaube, du brauchst echt Schlaf. Hoffentlich geht's dir danach besser. Und was machst du jetzt? Du solltest hier oben Holz hacken. Select Dwarf, Attacking Enemy. Du hast den gleichen Bug. Wenn das denn ein Bug ist. Geh du mal essen. Dein Essen ist da drin. Oder da drin. Je nachdem, wie du sehen willst. Nicht gut. Gar nicht gut. So. Ich mauere mich jetzt mal ganz kurz ein, um zu testen, ob wir nicht mehr verhungern, wenn alles hier ein Haus ist. Komm schon, schnappt euch das Dirt und baut das da überall hin. Genau. Schöne Dirtdecke. Na, die Bewegungen sind auch sehr komisch, und die halten immer wieder an und all sowas. Ich glaube, das Spiel ist echt total verbuggt gerade. Ich will aber nicht nochmal von vorne anfangen. Aber wenn ich es muss, werde ich es natürlich machen. Das Spiel ist einfach zu interessant, aber. Vielleicht auch wegen den hier. Ah, da. Da ist ein. Das war der Fehler. Ich hatte einen hier noch mit Töten markiert. Ah, immer so eine Kleinigkeiten. Und ein neuer Zwerg. Sehr gut. Ausrüsten. Weiter, weiter. Und wir haben die Ausrüstung nicht geborgen. Das ist nicht so gut. Das war nicht gut, neuer Zwerg. Das war nicht gut. So, zählt das jetzt als ein Gebäude? Nee. Weil wir die Tür gebaut haben. Zählt jetzt nur das hier als ein einziger Raum.
Das ist nicht gut, oder? Machen wir die Tür weg. Das könnte auch der Fehler gewesen sein. Und der Kochplatz wird endlich so benutzt, wie er benutzt werden soll. Das ist schon mal gut. Ja, tut mir leid, Außenseiter-Zwerg. Du musst kurz da warten. Wir müssen Experimente veranstalten. So. Stört da überall hinter. So, Sternchen gehen jetzt bis hier hinten und da sollte dann wahrscheinlich die Tür hin. Craft. Tür, wenn sie dann gleich wieder im Lager ist. So, Sternchen gehen hier unten rum. Das heißt, die Kochstelle ist auch da. Sie müssten sich also jederzeit jetzt Essen holen können. Und das Ding muss weg. So, dann kommt das Ding da auch weg und dann kommt stattdessen da eine Tür hin. Tür. Und dann müssten wir jetzt endlich ein richtiges Haus haben, wo jeder was zu essen bekommt. Ja, darum. Sehr gut. Und er ist grumpig, weil da Zugluft ist. Doofes Totem. Immer noch grumpig? Warum bist du grumpig? Wegen der unten vielleicht. Mach das dann mal weg, während wir herausfinden, was der komische Typ haben will. Plus 1. Ja, schön für plus 1. Wir kommen trotzdem da hinten nicht hin. Oh, genau, du kannst da hinten die ganzen Bäume fällen. Wenn du mal ein bisschen kompetenter wärst. Warum kommen wir noch nicht hoch? Spring, spring. Das Spiel mag mich gerade nicht. Okay. Hau den Baum da weg. Wenn ich jetzt ein Portal aufmache, wo taucht das Portal auf? Na, es wird eh gerade wieder dunkel. Das ist dann irrelevant. So, lauft rein. Da muss noch ein Dörtchen, glaube ich. Was? Ja, du willst wieder hochklettern, aber es geht nicht, weil das Feld hier auch irgendwie nicht so ganz will. Und was heißt diese Markierung da? Ah, Haus komplett, okay. Du, geh mal ganz kurz rein. Take control, so. Tür zu. Ah, wir tot und so. Und jetzt können wir auch im Haus arbeiten, weil das Lager im Haus ist. Also wir können uns wirklich effektiv eingraben. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, was wir machen könnten. Was das Ganze wieder ein bisschen komisch macht, aber gut. Da eine Fackel. Hier können wir ein, zwei Fackeln deponieren. Damit der Weg beleuchtet ist. Das hier kann alles weg. Und dann könnten wir eigentlich irgendwo, wo viel Holz ist, ein Portal aufmachen und hoffen, dass hier auch irgendwo ein Portal aufgeht. Weil sonst wäre es albern, wenn wir nur ein Portal hätten. Hier bei den Dingern zum Beispiel. Population plus 1. Wir haben wieder 5 Zwerge. Problem ist halt nur, dass die nicht ausgerüstet sind. Und wir haben nicht die Ressourcen, um sie nochmal auszurüsten. Ja. Schnipsel. Okay. Wir haben 5 Zwerge. Wir müssen doch hinbekommen, so ein paar Goblins umzubringen. So, das kann jetzt auch wieder weg, fällt mir gerade ein. Oh ne, lass es erstmal da, falls sie jetzt doch noch durchkommen. Weil einen bekommen sie ja weg. Und noch 9 Minuten, bis die Wellen kommen. Das kann weg. Was können wir noch so schönes craften? Wir brauchen bestimmt wieder Holz, ne? Ja. Holz und wir könnten einen Bogen bauen.
Ich weiß nicht. Wie gut ist ein Bogen im Vergleich zu einem anderen? Bogen macht 8 Schaden. Keule macht 6 Schaden. Ha, wie viel Holz haben wir? 3. Oh. 1, 2, 3. Ressourcen da. Ein Bogen. Equip. Haben wir einen Archer? Ja, haben wir. So, du hast jetzt einen Bogen. Unendlich Pfeile. Müssen wir die ausrüsten? Anscheinend nicht. Das ist komisch. Simple Arrows. Okay. Ihr macht das schon. So, wir brauchen Leitern. Wir haben kein Holz für Leitern, richtig? Richtig. Wir haben keine Leitern mehr so. Oh. Was? Was? Zweierleitern bauen die jetzt? Das ist nicht gut. Mach mal die Tür auf und bringt das doofe Skelett um. Jungs, ihr habt einen Tötungsauftrag. Da ist ein Skelett auf eurem Dach. Könntet ihr vielleicht mal da so rausgehen? Du bist ganz schön nah dran mit deinem Bogen. Ja, aber okay. Bauen wir überall Dirt in der Hoffnung, dass wir irgendwie da raufklettern können. Oh, da kommen mal ein paar mehr Skelette. Okay, aber 3 Skelette kriegen wir hin. Das ist okay. Töten. 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 Ah, die fliehen vor uns. Ja, macht sie nieder. 40 Erfahrungspunkte. Wow. Das ist ja richtig schick. Du hast einen Bogen, genau. Wow, wow. Nicht unsere Zwerge abschießen, bitte. Danke. Genau, den da töten. Das fällen, das fällen, das fällen. Alles fällen. Oh, Holz. Genau, sehr schön. Ja, wird doch langsam. Bald haben wir einen neuen Stufenaufstieg, dann hoffentlich noch ein Zwerg mehr. Genug Holz für Werkzeug und Rüstung. Guti, guti. Das da müsste nochmal weg. Und es wird Tag, sehr gut. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Eine Tür hier unten nur für den Fall, aber das kostet zu viel Holz und Eisen. Wir haben jetzt 4 Mana. Ich glaube, ich hau mal hier die Dinger weg. Portal dahin. Ist zu Hause ein Portal aufgegangen? Ja, es ist automatisch ein Portal aufgegangen. Sehr schön. Das heißt, es wird hoffentlich gleich jemand hier hinten hinkommen. Es ist Tag. Was machst du draußen? Du bist ein komisches Skelett. Na gut. Nee, nicht das Schwein angreifen. Das ist zu stark. So, den Baum noch. Und die alle weg. So, wir haben jetzt viel zu tun. Aber ich habe mir sagen lassen, wenn ich F1, 2 und 3 drücke, kann ich die Geschwindigkeit erhöhen. Damit dürfte das Ganze alles wesentlich flotter gehen. Wir müssen nur aufpassen, dass nicht irgendwas Schlimmes passiert. Wow, wow, okay. Die Scrollgeschwindigkeit ist auch mal 3. Ja, das ist viel besser. Okay, komm. Los, los, Zwerge. Ihr habt hier hinten ganz viel zu tun. Ich bin fast versucht, hier auch noch ein Portal hinzumachen. Oh, nee. Das wäre echt Verschwendung. Oh, und da muss noch die Mauer hin. Und danach hätte ich die Brücke eigentlich ganz gerne weg. Damit sie noch ein Skelett mehr brauchen, um eine Leiter zu machen.